Das dritte weihnachtliche Fenster im Chorraum der St. Martin-Kirche in Cranburg-Mehr zeigt wiederum zwei Häuser, zeigt wiederum in der blauen Farbe die Geborgenheit in Gott. Der Glanz von Gottes Geist liegt auf Maria. Sie ist ganz von Liebe erfüllt. Das macht sie offen und weit. Sie hält uns, den Neugeborenen, Jesus, den Immanuel, den Heiland, entgegen. Ihr gegenüber, im linken Haus, kniet ein betender Mensch. Er ist erfüllt von Liebe und Geist. Er ist bei sich zu Hause, er wohnt in der göttlichen Gegenwart. Er hat die Herrlichkeit Gottes und die herrliche Heilung von Gott her verinnerlicht. Er betet an, ist im Gebet versunken und doch ist er ganz gegenwärtig. Das Heil wirkt Gott durch den Menschen aus seiner Mitte heraus. Auch in uns ist viel Heilsames verborgen und geborgen. Es wird geweckt im Gebet, in der Anbetung Gottes. Es wird in der Welt wirksam, wenn wir uns vertrauensvoll öffnen. Die zerrissene und zerstückelte Welt ist angewiesen auf die heilsame göttliche Liebe in uns. Aus unserem Innern heraus will sie sich den Weg in die Welt bahnen.